das Spiel ist echt selten und daher nicht gerade billig zu haben und gehört somit zu den Highlights in jeder Gameboy-Sammlung. Abgesehen vom Preis hat mich der Stil des Spiels immer sehr angesprochen. Es wirkt irgendwie sehr Kirby-ähnlich und damit kann man ja nichts falsch machen. Also, lasst uns mal zusammen hineinschauen. Was taugt Trip World für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Sunsoft programmiert und auch 1993 bei uns veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr früher und in Nordamerika nie. Es erschien auch 2012 auf der virtuellen Konsole des 3DS und seltsamerweise ging hier Nordamerika wieder leer aus. Leider habe ich bei meinen Recherchen nicht den Grund gefunden, warum das Spiel so selten ist. Ich habe nur Angaben gefunden, dass es so selten ist. Eine Erklärung, die immer wieder genannt wird, ist, dass es nie in Nordamerika erschienen ist. Dieses ist jedoch in meinen Augen nur bedingt eine Erklärung. Vielleicht wisst ihr ja mehr, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Die Story ist dagegen nicht so mysteriös. Die friedensstiftende Maita-Blume wurde gestohlen und deswegen bekämpfen sich Pflanzen und Tiere gegenseitig. Eure Aufgabe dürfte daher relativ klar sein. Auf den ersten Blick erinnert das Spiel schon irgendwie an Kirby. Knuffliger Spielcharakter? Check. Liebevoll gestaltete Welt? Check. Süße Gegner? Check. Aber das Spiel sieht nur auf den ersten Blick so aus und macht natürlich so einige Sachen anders. Im Prinzip ist es natürlich wie viele andere Spiele ein klassisches Jump'n'Run. Ihr steuert euer knuffiges Tier mit dem Steuerkreuz durch die Level, könnt springen und euch mit einem Tritt zur Wehr setzen. Da ihr aber ziemliche Stummelbeine habt, habt ihr damit keine wirklich große Reichweite. Ihr solltet also, wenn es geht, den Gegnern aus dem Weg gehen. Das Gute ist nämlich, dass ihr euch nicht verletzt, wenn ihr einen anderen der Fieslinge berührt. Also zumindest gilt das zumindest bei den meisten. Damit ihr auf Dauer nicht ganz so wehrlos seid, könnt ihr allerdings auch einige Hilfs-Items einsammeln, die euch dann zeitweise besondere Kräfte geben. So könnt ihr zum Beispiel zeitweise Samen verschießen. Damit befriedet ihr dann die Gegner. Denkt euch daran, was ihr wollt. Aber auch andere Verwandlungen stehen euch zur Verfügung und so könnt ihr zum Beispiel in Fischform, naja, besser schwimmen. Soweit klingt also alles nicht besonders. Das da ist meiner Meinung nach allerdings die 5 verschiedenen Level. Ja, ihr habt richtig gehört. Es sind leider nur 5 und damit ist der Umfang jetzt nicht tierisch gut. Diese sind aber einfach klasse und abwechslungsreich gestaltet. Die wechseln im Verlauf schon einmal gerne teilweise komplett ihr Setting. In anderen Spielen wäre so eine Vielfalt auf verschiedene Welten verteilt worden. Und am Ende, na, da erwartet euch natürlich wie üblich ein Bossgegner. Was beim Spielen jedoch schon schmerzt, ist das Fehlen eines Passwortsystems oder ähnlichem. Gut, hier mag man sagen, das Spiel ist eh kurz, dann brauchst du das doch auch nicht. Aber das Problem ist allerdings, dass es auch keine Continues gibt. Na, aber immerhin gibt es einen Level-Auswahl-Cheat. Vom Schwierigkeitsgrad her ist es jedoch auch keines der schweren Spiele. Technisch ist das Spiel sehr schön gelungen. Der grafische Stil ist sehr liebevoll gestaltet und die Level sind detailliert und abwechslungsreich gestaltet. Auch die Animationen sind wunderbar gelungen. Hier wurde sich während der Entwicklung echt Mühe gegeben. Ebenso sieht es mit dem Sound aus. Aber mal ehrlich, das verwundert auch nicht wirklich. Kommt das Spiel schließlich von Sunsoft und die sind schließlich bekannt für wunderbare Soundtracks. Was taugt Trip World für den Gameboy also heute noch? Ich mag das Spiel sehr. Die Gestaltung spricht mich sehr stark an und auch das Gameplay ist super geraten. Nur ist es etwas zu kurz, aber die Krankheiten haben ja so einige Gameboy-Spiele. Das Spiel hat aber ein eher, naja, durchschnittliches Gameplay, kann aber mit der Technik dick punkten. Ob man so viel Geld für ein Sammlerstück ausgeben möchte, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde auf jeden Fall im Zweifel zur 3DS-Version oder zum Emulator raten. Reinspielen sollte man aber auf jeden Fall. Das war der Test von Trip World für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr fantastischen Leute.